Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch. Wir, heute ist zweite Folge, wir haben einen schönen Montag. Schön. Ich hoffe, ihr habt die Arbeit überstanden. Schön und gemütlich. Ihr kauft es auf. Ja, heute geht's weiter mit Mais. Die BGH-Versorgung mit Silage sind nebenbei. Ja, ansonsten. Ja. Andere arbeiten halt noch nicht, mal sehen. Also heute Nacht, dass wir das Maisfeld noch die Ernte bekommen. Naja, sieht schlecht aus. Aber gibt nicht auch, ne? Ja. Tiere sind noch versorgt. Jo. Ja, was ich noch vorhabe, ist die Ferkel, also Umbau, also Umstall, dass die Schweine in den anderen Stall kommen. Das ist noch vor. Aber in erster Linie würde ich jetzt noch immer sehen, dass wir jetzt hier das Feld leer kriegen mit Mais. Ich mache jetzt ganz kurz hier die Silage in den BGH rein, damit die entsprechend am Geld kriegen können. Damit wir morgen früh uns auf Kartoffeln vorbereiten können. Ne? Kartoffeln und Rüben. So, dann werde ich gar nicht kontrolliert, ob die Musik passt. Ich hoffe mal ganz stark. Ne? So, da sind wir. Klopfen wir auch mal rein. So, U und BB und Z. Ich lade nochmal gleich mal auf, weil dann sind die meisten ja eh da hinten dran. Und mal gleich hinstellen. Stückchen vorfahren und ja, abladen, ne? Z, ne? Gut, dann kann die arbeiten. Den lassen wir hier stehen. Und wie immer kurz gucken. Wie weit die schon ist, die Silage? Hätte man schon Förderbänder kaufen können? Nö, nö. Bei 12% haben wir noch sicherlich viel, viel vor. Aber nicht ein Förderband. So. Wollt mal schauen. Grüner Rand? Nicht gut. Ja, das ist nicht gut. So, was sagt man hier schön? 34 Euro. Achso, ja, 448.000, was soll ich sagen? Also Anhänger voll. So, okay, jetzt gehen wir mal kurz, springen wir auf den nächsten Traktor. Das war ja hier links hier, unser Hopfenfeld. Hätte den Motor ausgemacht. Automatik. So, jetzt mal nicht vergessen, den Kurs einfahren. Zumindest den Führungskurs hier. Dass wir da nicht dabei sein müssen. So, heißt immer fahren wir jetzt in die Straße. Die Straße schon. Und ganz vorne rechts. Also da beginnen wir. Die Straße. Nee, gut. Ja, drück mal auf die Uhr. Sonst vergessen wir ja die Zeit. So, hier beginnen wir. Hier kann er loslegen. So, das ist richtig. So. Das Gras, wenn man wachsen würde, wäre nicht schlecht. So, schön rechts bleiben und dann geht los, ne, Gas. Dann muss ich dann Silo vorher parken einstellen, dafür erwarten, dass er warten soll und dann geht er weiter abladen und kann er alleine zurückfahren. Und dann können wir tatsächlich nur beladen. Ne? Und nebenbei abladen natürlich. Ja, das ist ja nicht das Problem, aber dann können wir die ganze Strecke, die wir fahren, sparen. Ne? Mir Geld wäre nicht schlecht. Ja. Brauche noch Gerätschaften. Einen schnellen Traktor wäre nicht verkehrt. So, jetzt muss ich aufpassen. Das heißt, hier vorne
Kurz Gas wegnehmen. Mittig. Ungefähr mittig. Hier soll er warten. Das ist deswegen so wichtig, weil Crossplay fährt hier am meisten Scheiß. Da liegt der halbe Anhänger dann entsprechend dann nicht hier im Silo, sondern draußen. Das ist nicht ganz blöd. So, dann fahren wir gleich außen lang. Am besten gleich in der anderen Strecke zurückfahren, auch das Beste. Auch wenn der Kurs sich jetzt wahrscheinlich kreuzen wird. Das ist aber halb zu wild, auch wenn die Strecke sich da an der Kreuzung, da wo wir vorhin gefahren sind, da treffen sich garantiert. Irgendwie. Und hier ist halt kein Gegenverkehr. Kreuzen ist nicht so tragisch, wenn wir nur zwei Fahrzeuge fahren, dann werden sie wahrscheinlich nicht treffen. Also könnte sein, muss aber nicht. Aber da wo sie vorbeifahren, auf jeden Fall. Er hat ja so einen breiten Reifen hier. So. Fahren wir jetzt zurück. Dann am Acker. Von oben gesehen. Ich muss Leitplan gefahren. Die Versicherung dort näher. Geld haben wir. Ich bin missgebaut. So. Vorne an der Kreuzung hier sind. Komm, da könnte es sein. Und da treffen. Aber gut. Risiko. Ja, Fabriken aber bauen, ne? Für Bier. Bierproduktion. Die Malzfabriken gebaut werden. Aber wollen die Brauerei viel Geld bringen, ne? Sonst haben wir da ein kleines finanzielles Problem. Dünger wollen wir noch machen, ne? Ja, Dünger ja auch noch. Ausmachen wollen. Viel Arbeit. Zeit? 07. Da steht er und wartet, ne? Der Neuland, ne? Der Gelbe. Aber lass sich gleich ändern. Da kommt ein zweiter dazu, ein dritter dazu und dann können wir voll Gas geben. Dann sind wir fertig. Dann haben wir schon geübt für nächstes Jahr. Hier entgegen. So. Führungskurs fertig. Speichern. Überführung. Der andere Kurs alleine fahren und dann kurz mit die Meldung, dass er dann parkt und dann können wir da kurz hin springen, abladen und dann geht das schon, ne? Schauen wir gleich probieren, ne? erste Mal allein fahren lassen, ne? Ob das gut geht, unser Kursplay oder noch eine recht alte Version ist. Ich hatte hier da auch Thüringen schon neue. Da gab es ja noch zwei Abkürze. Ob schon Kursmittel gelegen hat, weiß ich nicht. Könnte sein. Ist aber nicht wirklich ein Test. Schlecht. Ich könnte denke mal ganz kurz zu hören, hoffe ich jedenfalls. Aber die Musik soll auch passen, ne? Soll auch nicht zu laut sein. Zu laut soll es auch nicht sein. So.
den Geld kommt ja mehr rein. Solaranlage hier, das Dach. Ökostrom. Traktor nehmen wir hier, aber der ist ja auch schon still. Der ist schon verrat. Aber ich suche ihn wieder. Naja. Der ist ein bisschen schwach für den Überfahren, das kann passieren, wenn wir rüberfahren. Mal schauen. Wenn wir rechts fahren, wo noch nichts ist, oder wenig los, dann kann man auch gehen. So, voll ist er. Auf die Straße. Weg. Und dann entsprechend hier hinkriegen, ne? Also ich nehme jetzt in 4K auf. Ich muss mal schauen, dass ich das umrendern werde auf normale HD. Mal schauen, wie weit das wird. Und wie dann die Qualität aussieht. Wenn das nicht passt. Dann muss ich weiterhin 2K rendern, hoch, runter. Einstellen. So, der fährt jetzt alleine. Und der ist ein bisschen schwach normalerweise, aber da am Rand wird es noch möglich sein. Hier lang fahren und der andere kann da in aller Ruhe. Na, fährt er schon nicht oder rechts? Ja, schön. Bin ein bisschen schneller vorankommen. Wenn nachher noch einen dritten dazu nehmen, wahrscheinlich. Mal sehen, wie schnell er da in die Welle kommt. Wir können ja, bevor wir den starten, durchspringen und dann überlegen, ja. Ein dritter wäre ganz gut. Schneller mit 60 km/h. Fliegen wir, glaube ich, noch. Ja gut, fliegen ist ganz dramatisch. Das ist nicht schlimm. Können wir auch im Frühjahr noch fliegen. Damit wir den Mais auch noch schön fertig kriegen. Ah ja, nee, das ist nicht gut. Naja, die Meldung sollte man nicht da reinkommen normalerweise. Das ist eine E-Mail gewesen von YouTube. Schleichwerbung für Speedy. Livestream und so, das kommt mir zeitlich sehr schwierig. Aber ich habe die Karten. In der Vorarbeit und das ist dann zeitlich ganz schlecht. Ne? Wie das so ausgeht, weiß ich auch nicht genau, aber könnte das sein nochmal. Ganz kurz in der Kurve nachher
drüber springen. Die Kamera einfach auskippen und dann entsprechend schon mal herfahren lassen. Gleich weitermachen können. Extra wieder die wenden, das dauert eine Weile. Dann gehen wir hier kurz rüber. Dann lassen. Dann rüber fahren. Leer, so gut wie möglich, testen alles, ne? So, ein paar Zöntchen, Lüderchen, so, jetzt einschalten. So, haben wir das vorgestellt. Dann können wir hier nämlich zurück. Ich brauche jetzt nicht los, sag ich hier. Das Hacksfleisch hier. Aber Hexerfahrer. So. Schon wieder wohl ausgemacht hier. Jetzt haben wir noch ganz voll mit Öko-Bahn hier. Die Scheiß von auch leben in Saudi-Arabien. Kein Nachbar. Wir müssen noch Kurzarbeit antragen. Unsere lieben deutschen Autohersteller haben ein Problem. Die kriegen keine Batterien ran. Die Produktion kommt nicht hinterher. Da viel zu oft Zeit mit Planwirtschaft. Leider Plan nicht erfüllt. Oh, da ist ja schon der nächste, siehst du. Also, da. Lass mal noch vorbeifahren, ne? Bevor wir uns den Weg stellen. Ne? So. Und hier jetzt kurz lahm und dann. So, unsere Führung ist aufgewiesen. Heute äußert das, brauche auch nicht mehr. Da ist er. Viel Spaß. Melden, soweit ist nicht. Oh, nicht im Wasser springen, ist kalt. Gut, Wetter wehen. Dann mal sprinten heute. Ein bisschen Eingespannungszeit, ne? Von der anderen müssen warten. Ich fährt dann alle Ruhe hin und wir können alle Ruhe weiterarbeiten. Ne? Wenn ein drittes Fahrzeug haben, dann ist noch besser. So, liebe Schauer, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Wir machen gleich weiter, aber ich mache gleich einen Test. Sonst geht das wieder schief. Dann sage ich immer Tschüss auf den Winkel. Ciao, ciao. Wir hören uns dann gleich wieder. Hoffentlich zur nächsten Folge. Tschüss. Ausmachen, oder?